Grüß euch und hallo zusammen. Ich bin schon wieder mal im Wald, aber nicht zum Holzen, sondern es ist jetzt Ende April und am 1. Mai geht ja die Jagdsaison wieder los. Und wir werden jetzt einmal die Kehrungen wieder bestücken, weil wir gesagt haben, das probieren wir heuer mal mit im Mai schon kehren, dass wir gerade in den ersten Wochen hier im Wald, da gibt es ja noch nicht so viel zum Fressen für die Rehe, dass wir da schauen, ob wir an den Kehrungen den einen oder anderen Bock oder Schmalreh erwischen. Ja, das sind dann meistens bloß die ersten 2 oder 3 Wochen im Mai und dann wächst das alles hier so zu, dass man nichts mehr sieht. Aber das probieren wir jetzt einfach mal. Und wir sind jetzt da im Lochholz. Da unten haben wir die Tannen gesetzt. Da kommt der Kehrung hin. Und da sind wir beim Nachbarn. Und der hat da heuer im Winter einen Harvester herin gehabt. Und wir haben da eine richtig schöne Rückegasse. Und da hinten auch einen Einstand. Da werden wir jetzt einmal einen mobilen Hochstand hinstellen und schauen, ob das funktioniert. Jakob müsste da gleich da sein mit dem Hochstand. Und dann stellen wir den mal da hin und schauen, ob wir da Glück haben. Zum Kirren haben wir wieder die gute Mischung vom letzten Jahr. Aus Apfeltrester, Mais und Hafer und Gelbirum. Das haben sie ja letztes Jahr schon gut gefressen oder ja, letzten Winter. Und da haben wir noch einen Ballen da und das probieren wir jetzt einfach, ob das halt auch im Sommer gut funktioniert. Ja, der Jakob ist auch schon da mit dem mobilen Hochstand. Der alte 1120er mal wieder ein bisschen im Einsatz. Etliche von euch haben wir schon gefragt, ob es den noch gibt. Ja, ja, der läuft schon noch. Weil der Hochstand nicht so viel Bodenfreiheit hat. Und umschmeißen möchte ich ihn natürlich auch nicht. Aber es geht schon. Boah, da sind schon ein Stück drin da. Ja, mit vereinten Kräften haben wir das Ding jetzt mal da reingebracht. Das ist gar nicht so einfach. Der hat dann doch ein Gewicht und mit dem Stöck bleibt er immer wieder hängen. Und dann haben wir hier eine schöne Schussgasse. Und danach geht auch ein bisschen was. Jetzt schaut das schon gar nicht mehr so schlecht aus. Da vorne werden wir eine Kehrung anlegen. Und dann haben wir hier etliche Schussgassen durch. Passt schon, oder Jakob? Ja. Müsste schon was gehen. Da ist natürlich auch wichtig, dass man da sauber hingehen kann. Und jetzt werden wir darüber einen Pirschweg anlegen und ein bisschen die ganzen Äste auf Seiten da. Und dann kann man da leise zu dem Hochstand hingehen, ohne dass man auf knacksende Astel tritt. Es wäre natürlich schön, wenn man eine Gabel dabei hätte, haben wir aber nicht. Müssen wir es ein bisschen mit den Füßen wegrammen, dann geht's schon. Knapp an Kies sind wir, aber ja. Gehen wir, oder? Hätte ruhig ein bisschen mehr sein können, aber okay. Na gut, die erste Mischung ist fertig. Da fahren wir mal zum Abladen.
staubst. Du kannst doch dürfen. Ja, passt. Geht doch. Ah, das funktioniert ganz gut mit dem Blech, hä? Mal woanders hinfahren, hä? Ja, alles geht halt nicht mit dem Bulldozer gleich direkt rein. Haben wir unsere Radladerkabel auch noch versauen müssen. Aber das bringen wir schon hin, oder? Schubkern hätten wir auch waschen müssen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir da gleich drei Betonmischer von hinten rauskriegen. Zwei hätte ich mir schon gedacht, aber drei. Wir sind beim Betonieren, machen an unserem Standplatz weiter. Wir haben jetzt da drei Mischungen Beton gelassen. Ganz hat es nicht gelangt für alles, aber wir betonieren wieder und dann werden wir den Rest voll machen. Schaut das schon ganz gut aus. Ja, jetzt geht die Wascherei wieder los. Zur Bauarbeiten gehört natürlich auch Kies fahren. Bin ich mit meinem alten Sechser unterwegs und habe mir vorher Kies geholt. 5 Tonnen Betonkies. Damit wir dann vielleicht am Mittwoch unseren Standplatz betonieren können. Ich hoffe, dass morgen nicht so saut, weil wir müssen die Sachen noch rütteln und herrichten. Und das macht natürlich alles keinen Spaß, wenn es regnet. Na, mal schauen. Wird schon werden. Guten Morgen! Ich sag's euch, ein Wetter. Wir haben jetzt schon wieder 20 Liter Regen gekriegt. Überall ist der Barz. Das wird ein Spaß. Aber wir wollen heute hier betonieren. Haben also gestern die Schallung gebaut. Die müssen wir noch ein bisschen verstärken. Baueisen kommt noch rein. Haben einen Split aufgefahren als Sauberkeitsschicht, weil der ganze Kies, das ist alles batzig. Überall steht das Wasser, überall der Schlamm. Aber das hilft jetzt alles nichts. Irgendwann müssen wir das jetzt einmal machen. Boah. Plan ist jetzt erstmal da die Baueisen rein. Wenn wir die Stützmauer gemacht haben, haben wir einen Fehler gemacht. Wir hätten da gleich Eisen reinbohren sollen und mit einbetonieren, damit die Mauer mit der Bodenplatte verbunden ist. Das werden wir jetzt halt nachträglich machen. Das hält nicht ganz so gut, aber besser wie nichts, würde ich sagen. Und dann schmeißen wir hier, ich habe hier noch Gummimatten vom Stall, schmeißen wir hier Gummimatten rein, dass wir da reinfahren können mit dem Traktor und nicht alles verbatzen. Und dann werden wir die Gummimatten umlegen nach da hinten und werden von hinten reinfahren. Und dann werden wir das Ding hoffentlich gut vollbringen. Und ich schätze mal 8 Mischungen, dann sollte es gemacht sein. Dann packen wir mal um. Ah, oh, schön, oder? So ein Batz. So, Löcher sind gebohrt. Jakob schaut drauf, sorgt dafür, dass die Stangen auch ganz in die Löcher sitzen. Und die biegen wir jetzt einfach nach unten und dann verkeilt sich das ganz gut. Dazu läuft ein bisschen Betonwasser rein und dann wird das schon halten. So, wir sind jetzt hier eigentlich so ziemlich so weit. Unsere Schallung noch ein bisschen verstärken. Baueisen liegt drin.
Jakob dradelt die gerade zusammen, damit die auch schön zusammenheben und dass nichts aufsteht. Und dann können wir schon langsam das Betonieren anfangen. Da habe ich mir Gummimatten hergelegt, natürlich viel zu wenig. Ein bisschen einen Split noch hergefahren. Ich sehe schon, das wird eine Batzerei, aber das wird uns jetzt alles nichts bedeuten. Hilft nichts. Das muss die Woche betoniert werden, dass wir nächste Woche die Säge umstellen können, weil irgendwann kommt Zillion. Ich glaube, die Schätzung mit den 8 Ladungen, glaube ich, passt ganz gut, oder? Noch eine, da werden wir ungefähr die Hälfte haben. Aber es geht doch gut. Ja, passt. Jakob, ich gestehe dir, ich nehme bei jeder Mischung einen Sack alten Zement her. Der ist eigentlich noch gut, aber der ist noch verletzt, ja. Was die in die Plastik sind. Ja. Solange es noch kein Steinbunker ist. Nein, alles gut. Aber bloß immer jeweils so einen Sack dazu. Ja. Einen habe ich noch, dann sind sie verbraucht. Oh, schön langsam. Ha? Was haben wir jetzt? Mischung Nummer 6, gell? Hätte ich ausgesagt, ja. Ja, zwei brauchen wir schon noch.
hätten wir es im Kopf ausgerechnet. Also offen hätten wir es ausgerechnet, gell? Zumindest überschlagen, ja. Das schaut doch jetzt schon ganz gut aus. Da noch 1,5-2 Mischungen. Und dann können wir Mittag machen. Aber das dauert noch ein bisschen. Okay. Wunderbar. Aber einen Bart machen wir da. Ich weiß nicht, ob das viel Wert gehabt hat mit meinen Matten. Das schaut ja aus. Hoffentlich kommt der Sommer und es wird trockener, dann geht das alles wieder. Müssen wir einfach nach dem ersten Schnitt den Rest ausbetonieren. Oder so. So, wir sind fertig. Platte betoniert. Jakob macht gerade die letzten Dinger schön. Eins muss man ihm ja lassen. Er macht schon ganz schön. Betonplatte anfasen. Das war jetzt mir nicht eingefallen. Aber man merkt, dass er das letzte Jahr beim Maurer in der Lehre war. Also natürlich hat er landwirtschaftliche Lehre gemacht, aber sein Chef ist ein gelernter Maurer. Und ja, da merkt man, das Betonieren hat er gelernt. Zumindest ja, also, mitgekriegt. Zumindest mitgekriegt. Ja, zumindest mitgekriegt. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen mal hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Wir hätten die Weide umschneiden müssen. Die da? Ja. Ja, ja, ich werf jetzt die ganzen Peppel rein. Das ist aber nicht so schlimm. Warte nur, bis die Hähner kommen und Katz drüber läuft und der Hund reinspringt. Bei Todesstrafe verboten. Ja, dann wissen wir schon, was heute auf Nacht gibt. Hähnersuppen oder Brathändel. Hoffen wir, dass die Mama den Hund dann alleine lässt. Ja, mir sagen sie ja. Okay. Aber das war bis jetzt alle so. Frischer Beton, irgendwas passiert alle. Und wenn es Katz ist, die drüber läuft. Gell? Also, pfiat euch.